Der rheinische Pfarrer Joachim Lenz wird neuer evangelischer Propst in Jerusalem. Das bestätigte der Rat der EKD am 31. Januar. Der 58-Jährige folgt auf Wolfgang Schmidt, der das Amt von 2012 bis 2019 innehatte. Lenz tritt sein Amt zum 1. August an. Er ist vor allem für den Dienst an der Erlöserkirche in Jerusalem zuständig. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Begleitung und Seelsorge für deutsche Touristen. Lenz sagte gegenüber der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA, er gehe seine neue Aufgabe in Jerusalem mit großem Respekt an. Das Ziel der evangelischen Christen in der Stadt müsse sein, zur Versöhnung beizutragen. Die württembergische Christusbewegung Lebendige Gemeinde hat seit vergangenem Wochenende einen neuen Vorsitzenden. Dekan Ralf Albrecht übergab im Rahmen des alljährlichen Forums Pietismus in Korntal sein Amt an Pfarrer Friedemann Kuttler. Der neue Vorsitzende wünscht sich für die Zukunft des theologisch-konservativen Zusammenschlusses vor allem missionarisches Engagement. Wir wollen einmal deutlich machen, wir als Christusbewegung, wir wollen Menschen zum Glauben einladen, wir wollen Menschen im Glauben stärken, aber wir wollen auch den weltweiten Horizont aufzeigen, dass Menschen weltweit zum Glauben kommen. Und da wollen wir mithelfen mit unseren Werken, Verbänden und Einrichtungen. Seiner Meinung nach brauche es auch neue innovative Gemeindeformen neben den klassischen Gemeinden, damit Menschen mit Jesus Christus in Kontakt kämen. Auch sein Vorgänger Albrecht sieht hier eine große Chance für das geistliche Netzwerk. Wir wollen missionarisch Volkskirche sein. Das heißt, vor Ort den Menschen mit dem Evangelium begegnen, ihnen zeigen, was Glauben im Alltag heißt, die Bibel mit ihnen aufschlagen, beten und daraus erleben, wie Kirche sich erneuert. Albrecht hatte bereits bei seiner letzten Wiederwahl als Vorsitzender vor 3 Jahren angekündigt, sein Amt 2020 abgeben zu wollen. Der 55-Jährige bekleidete insgesamt 12 Jahre das Ehrenamt. Zum Gefangenen des Monats Februar haben die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte und IDEA den ägyptischen Christen Rami Kamil benannt. Er ist Koordinator der christlichen Menschenrechtsgruppe Miss Perro Youth Union. Kamil, der koptischen Minderheit angehört, wurde am 23. November 2019 festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, einer terroristischen Vereinigung beigetreten und diese finanziert zu haben. Außerdem soll er Spannungen zwischen Christen und Muslimen geschürt haben. Kamil setzt sich für die Gleichberechtigung der christlichen Minderheit in Ägypten sowie einen wirksameren Schutz derselben vor extremistischer Gewalt ein. Der IGFM zufolge entbehren die Vorwürfe gegen ihn jeglicher Grundlage. IDEA und die IGFM rufen dazu auf, in Briefen an den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi für die Freilassung des Christen einzutreten.